Hallöchen, Puppelchen, hier ist wieder die Sandy von fettspielen.de und ja, ich spiele heute wieder natürlich eine Runde Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Und wir schauen uns heute dieses bockige Silbererz an und diese bösen Hammerschnabel, Schnäbische, weil wir nämlich ein paar Rippen besorgen müssen. Ich weiß noch nicht genau, was er sie es damit vorhat. Ich hoffe, er will das irgendwie nicht essen. Vielleicht macht er irgendwie so einen Voodoo-Zauber. Ich weiß es nicht. Aber ich bringe jetzt erstmal 8 Stück um. 8 Stück muss ich, glaube ich, umbringen. Oder ein Hammerschnabel hat mehr Rippen, die er mir zur Verfügung stellt, anstatt nur einen. Aber ja, so wie es aussieht, bringe ich 8 Stücke. Gut, das macht nichts, weil ich freue mich eh schon auf Stufe 13. Weiß nicht, ob da was Besonderes passiert, ob ich da wieder irgendwie eine neue Fähigkeit kriege, aber ich freue mich einfach über. Grundsätzlich über jeden Level ab. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal hier oben. Muss ich wieder. Huch. Solid. Muss ich wieder runter, weil da wartet schon der nächste. Stufe 6. Naja, das ist ja wirklich keine Herausforderung. Und ja, vielleicht komme ich dann nachher noch dazu. Ich meine, die Quests gehen ja, glaube ich, schnell. Dass ich dann immer zu Bluesy. Zu Blues gehe. Bruce ist ja eigentlich einmal von Batman und Brucey. Der Bruce ist ja von Findet Nemo. Brucey. Ja, ich glaube, da habe ich das falsch. Weil es sind nämlich keine mehr, die darauf warten, getötet zu werden. Und ja, ich finde den Namen Bruce eigentlich ganz cool. Hallo Bruce. So, hallo Hammerschnabel. So, na, hoch. Wie viel muss ich denn jetzt noch? 5 Stück, okay. Jetzt ist nur noch 4. Hammerschnabel. So, das Viech da drüben, das ist ja auch schon nicht. Also, den möchte ich nicht nachts begehen. Ich habe ja grundsätzlich Angst, so vor Schildkröten. Ich meine, gut, ich habe genug Zeit zum Wegrennen, weil die sind nicht unbedingt die schnellsten Tiere in dieser Erde. Aber wenn du halt mal mit deinem Finger irgendwie zu nah an den Schnabel kommst, an den Mund. Und dann ist es, glaube ich, Schnibbi-Schnabbi. Und dann zählt man die Finger ab. Und das ist als Gamer, so als Spieler, weil das, glaube ich, ziemlich scheiße, wenn man keine Finger mehr hat zu zocken. Aber das Vieh, was da drüben rumläuft, das kann mich ja mit Haut und Haaren essen. Ne? Oder da, also. Jesus Maria. Habe ich schon ein bisschen Respekt. Ich glaube, den größten Respekt habe ich so vor. Vor Haien eigentlich, so zumindest vor allem, was so in der Tiefe unseres Meeres lauert. Ich meine, das meiste ist ja eh unerforscht. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass Haie eigentlich meine Lieblingstiere sind. Warum, kann ich eigentlich gar nicht so richtig begründen. Ich finde sie einfach irgendwie ein bisschen cool aus. Und ja, die meisten sagen, wenn sie irgendwie ein Lieblingstier haben, das ist meistens Hund, Katze, Maus. Und ja, ich nehme lieber dieses unpopuläre Tier, den Hai. Und irgendjemand hat mich gerade eingeladen, glaube ich. Irgendwie zu einer Einladung. Die freie Gesellschaft. Keine Ahnung, was ist das? Ist das eine Gilde? Details? Die Einladung in die freie Gesellschaft von. Okay, das ist Profil der freien Gesellschaft Shinobi 7. Eine online insgesamt. Aktivitäten. Nö, eigentlich nicht. Ja, weil ich brauche eigentlich keine Gilde. Ich bin eigentlich gerne so alleine unterwegs. So. Vielleicht irgendwann mal dann. Ich glaube, Level 60 ist, glaube ich, Endlevel hier. Wenn man dann in den höheren Level ist und man dann Raids macht oder so, dann kann man da schon mal gerne in eine Gilde gehen. Weil so ein Raid alleine ist halt blöd. Ich glaube, da muss man mindestens 20 Leute oder so sein. Und ja. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Also ich bin ja Stufe 12. Auf dem guten Weg zur Stufe 13 und dann brauche ich das eigentlich noch nicht. Vor allem die Quest, die ich hier momentan habe, die kann ich eigentlich auch ganz gut alleine vollbringen. Weil Mr. Fit spielen kriegt das auch irgendwie hin. Und das sind irgendwie. Ich glaube, die Viecher, die kenne ich schon mit dem Mikro. Die haben ja, glaube ich, auch schon mal erschlagen. Und ich finde die so süß.
Ich hätte diese Viecher gerne als Kuscheltier irgendwie. Das ist irgendwie, ja, viel cool. So, wir müssen jetzt noch zwei Erze. Oh Gott. Oh Gott, Gott. Wenn ich schon dahin laufe, da kriege ich schon. Da zitter ich. Riesenschildkröte. Oh Mann, ey. Monster. Feindliche Präsenz. Und wieder so ein süßes Ding. Findet ihr nämlich auch süß? Ach, ich finde die so putzig. So sehr süß. Ach, wie so ein kleiner Pokémon, Digimon, wie auch immer. Echt. Echt süß. Aber das Viech eher alt. Hier schalt an. Also, jetzt haben wir hier 3. Wir brauchen mal 4. Mal gucken, wo hier jetzt noch so ein komisches Platz rumliegt. Ich laufe jetzt einfach mal hier die Strecke entlang. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt an der Schildkröte vorbei. Bevor die mich da erwischt, habe ich echt keine Lust drauf. Aber jetzt bin ich gerade im Fade-Bereich. Und ja, ich glaube, ich bestimmt einfach mal hier. Kann ich dem helfen? Weil er eine Stufe zu hoch ist. Entschuldigung. Ja, kann ich jetzt anpacken? Anpassen. Okay, ich stelle die Stufe vor auf 11 herab. Oh, mit einer Stufe. Ohne Witz. Ich würde mir nur helfen, ja. Na, außerdem kriege ich ja dann auch Erfahrungspunkte. Oh, bin ich jetzt irgendwie aus dem Gefecht? Ich glaube, ich war gerade irgendwie aus dem Gefecht. So. Man muss halt eben alles mitnehmen, was halt aus dem Gefecht ist, ne? Egal, ob das jetzt irgendein Feld-Event ist oder irgendein Quest, man sollte möglichst so viel machen wie möglich. Einfach um die ganze Welt halt hier kennenzulernen. Und auch gerade bei solchen Feld-Events gibt es halt eben massenweise halt eben Erfahrungspunkte. Feld erfolgreich. So. Yippie, Schweinebacke. Aber mir fehlt hier noch ein Silbererz. Ich muss keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da irgendwie auf der Map wird mir da was angezeigt. Eigentlich nichts, ne? Also antike Methoden. Ja, das war ja das, aber das Silbererz. Sprigan-Mandalen. Ah, okay, ich glaube, da drüben ist noch ein bisschen Silbererz. Ich schaue zumindest mal nach. Ah, das ist ja nämlich die Quest, wo ich diese Dinge einsammeln muss. Und ja, ich hoffe, ich komme danach noch zu Brucey. Weil ich will auf jeden Fall mich rächen. Der hat mich zweimal umgebracht und... Beziehungsweise einmal umgebracht und einmal Brucey getötet. Und das kann ich so nicht sitzen lassen. Aber ich muss jetzt erstmal den Rüpel erstmal verkuppeln und töten. So. Und dann bin ich mal gespannt, was ich krieg an Erfahrungspunkten. So, dale. So, dale. Warren steht schon da. Das finde ich supi. So, grüß Gott. Ja. Ja. So, wir haben hier wieder das Schwert. Aber ich nehme mal das hier, weil wir nämlich da am meisten Gold bekommen, wenn wir es verkaufen. So, dann müssen wir gleich hier, nehme ich auch gleich mal die Quest an. Geleitschutz benötigt. Ach du Gott. Ja. Das mache ich dann aber nachher. Nachher kriegt er von mir Geleitschutz. Aber ich muss jetzt erstmal. Muss ich jetzt noch hoch? Ist er da oben? Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. Oder muss ich da rein? Ging es da rein? Komme ich da rein? Ja, cool. Beringer. Was? Ich bin keine Göre. Was? Gott sei Dank, genau. Bitte, bitte. Und was krieg ich? Älter, regeneriert. MP brauche ich eigentlich nicht. MP brauche ich nicht. Weil das ist ja eigentlich Magie und sowas. Und Gladiatoren haben eigentlich so keine Magie. Ja, ich nehme mal das. Kann ich ja gut verkaufen. So, und da ist, glaube ich, ein giftiger Ratten. Der will auch nochmal irgendwas von mir. Der hat auch nochmal eine Quest für mich.
So, aber nichtsdestotrotz gehe ich gleich zu Brucey. Ich gucke mal auf die Karte, um zu gucken, wo was ist. Okay, das ist dann alles dann hier drüben. Aber ich möchte jetzt erstmal... Oder ich mache das jetzt geschwind und nachher habe ich ja dann... Gottes Willen. Genug Zeit. Dann mich um Brucey zu kümmern. Ihm zu helfen, dass wir diese bösen Banditen da endlich mal vernichten. Ich glaube, das war hier drin, oder? Genau. Du bist gekommen. Achso, was ist mit dem Gleitschutz? Achso. Ja, gut, dann mache ich das halt geschwind. Mit Wüste ansprechen. Okay. Muss ich jetzt draußen? Was muss ich jetzt machen? Ingwer-Kekse an die Kinder verteilen. Achso, ist das jetzt drin? Ist das oben? Ist das unten? Ist das links? Ist das rechts? Oder sind die Kinder da drin? Sind die Kinder da drin? Nee. Ich glaube da... Ah, hier. Noch. Die standen gerade eben noch nicht da. So. Willst du Keks? Aber ich mag doch den Keks. So ein geiler Film. So. Keksi. Du kriegst auch noch so einen Ingwer-Keks. Oh, ich mag ja keinen Ingwer. Boah, das schmeckt mir überhaupt nicht. Aber, ja. Hauptsache, die Kinder sind glücklich. Ich muss es ja nicht essen. Ja, sieht lecker aus. Bitte. So. Letzte. Das Mädchen kriegt auch noch mal einen Keks. Und ich glaube, dann ist die Quest schon vorbei, oder? Oder? Ich glaube fast. So, ich habe jetzt mit ihm gesprochen. Und ich muss zu irgendwelchen Ruinen. Die sind da unten. Okay. Ja, ich würde sagen, ich schaue mir das nächste Mal, wir schauen uns zusammen, nächstes Mal nochmal die Quest an, Gladiatorengefahr, weil wir wollen ja Brucey natürlich auch langsam mal helfen, weil ich will die Quest ja auch noch irgendwann mal abschließen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr auch mal selber Bock habt, Final Fantasy 14 A Realm Reborn zu spielen, dann lasse ich euch den Link in der Videobeschreibung. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Und ich sage jetzt Tschüssi.